So. Viel Spaß. Ja, danke. Mal sehen, ob das wirklich so spaßig wird. Gelegenheit. Da stellt sich, dass du genug Zeit hast, die folgende Sequenz anzusehen. Es gibt tatsächlich eine. Oh mein Gott. Na gut, also wenn jetzt tatsächlich mein. Also, ne, wenn gleich mein Essen kommt, habe ich ja perfekte und genug Zeit, um währenddessen zu essen. Dann läuft doch super. Je nachdem, wann es natürlich fertig ist. So. Dann ist meinerseits jetzt erstmal für 45 bis 60 Minuten Ruhe. Herein? Die Kriegerin des Lichts ist hier, meine Sultana. Oh. Geil. Danke. Danke. Jetzt habe ich auch genug Zeit zum Essen. Ja. Danke, dass du meiner so kurzfristigen Einladung gefolgt bist. Der Schicksalsweg konnte also gehalten werden. Die Stadt ist hoffentlich unversehrt. Es gab zwar Verluste, aber alles in allem sind wir glimpflich davongekommen. Und das haben wir zu guten Teilen unseren mutigen Verbündeten zu verdanken. Ishgard gehört zu Eorzea, wie wir alle. In Zeiten der Not müssen wir zusammenhalten. Wie Fähnlein im Wind. Eigentlich wollte ich hiermit bis zur Ankunft der Sultana warten, aber erfreuliche Worte kennen keine falsche Stunde. Werte Freunde, erlaubt mir, euch im Namen ganz Ishgards zu danken. Ohne eure Hilfe wäre unsere Stadt den Flammen der Drachen zum Opfer gefallen. Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit ist es, auf die ich mein Gesuch an den Papst gründen möchte, das Tor des Urteils wieder zu öffnen. Möge Ishgards Isolation ein Ende finden und die Eoseische Allianz bald wieder vollzählig sein. Jetzt sofort? Verstanden. Ist etwas vorgefallen? Nichts Ernstes. Ich bin gleich zurück. Du hast mich rufen lassen?
kannst dich jetzt zurückziehen. Wie ihr wünscht, eure Hoheit. Ruft mich, wenn ihr mich brauchen solltet. Sicher fragst du dich nach dem Grund für dieses konspirative Treffen. Nun, ehrlich gesagt wird die Sache schon bald keiner Geheimhaltung mehr bedürfen. Ich habe vor, meine Sultanskrone niederzulegen und die Monarchie in Uldar zu beenden. Wie dir sicher nicht entgangen ist, wird Uldar zurzeit von großen Unruhen geplagt. Die Politik hat versagt und von allen leidet das einfache Volk am meisten. Doch ich werde nicht länger tatenlos dabei zusehen. Auf der Siegesfeier werde ich das Ende des Sultanats verkünden. Das Volk soll seine eigene politische Vertretung wählen. Dann ist Uldar nicht länger ein Spielball weniger Privilegierter. Der Umbruch aber wird das Land schwer erschüttern. Und ich... Darum möchte ich dich bitten, ihm beizustehen. Einzig eine Heldin deines Formats ist dieser Aufgabe gewachsen. Würdest du das für mich tun? Deine Güte ist unermesslich, Kriegerin des Lichts. Ich danke dir von ganzem Herzen. Nun kann ich der Zukunft beruhigter entgegenblicken. Eure Hoheit! Das... Sie ist tot? Sollte sie etwa vergiftet worden sein? Du! Du hast die Sultana ermordet! Niemand sonst war in diesem Raum. Du machst uns nichts vor. Nehmt diese Mörderin fest, Männer! Sie hat die Sultana auf dem Gewissen. Wie vorhersehbar! Voll. Ich hab schon so geahnt, dass das kommt, ey. Ernsthaft? Ernsthaft? Huh?
Fast alle Mitglieder des Bundes der Morgenröte sind nun in Gewahrsam. Auch der Sonnenstein in Geisterzoll steht unter unserer Kontrolle. Was wird hier gespielt? Na was wohl, Kristallkommandant? Wir räumen auf! Für die Freiheit Eoseas! Was hat das zu bedeuten? Tempelritter, das verheißt nichts Gutes. Verehrter Großmeister, soeben erreicht uns Nachricht von eurem Herrn, dem Papst höchst selbst. Ich bin untröstlich, euch mitteilen zu müssen, dass die Drachen einen neuerlichen Angriff auf Ishgard gestartet haben. Eure Anwesenheit ist dringend erwünscht. Dieser Trupp wird euch sicher nach Hause geleiten. Ein Überraschungsangriff? Davon hätten wir gehört. Das Ganze riecht nach einem abgekarteten Spiel. Ich verstehe. Großmeister, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich danke euch für die rasche Überbringung dieser Nachricht, mein Freund. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages dafür erkenntlich zeigen. Wir brechen auf, Lucia. Was ist denn da los? Ihr wollt mit mir tanzen? Nichts für ungut, Jungs. Aber da stehen noch ein paar Damen vor euch auf meiner Liste. Tancred vom Bund der Morgenröte. Wir haben Grund zu der Annahme, dass du den Galeanen geheime Informationen zugespielt hast. Wer behauptet das? Ah, wenn ihr auf diesen bedauerlichen Zwischenfall mit der Ultima-Waffe anspielt, dann müsst ihr wissen, dass ich da nicht ganz ich selbst war. Keine Ausflüchte. Einer unserer galeischen Gefangenen hat alles ausgeplaudert. Auch über deine dunklen Kräfte. Du kommst besser mit uns. Also gut, wenn ihr unbedingt wollt. Die Lust an dieser Farce von einem Fest habt ihr mir sowieso gründlich verdorben. Da folge ich trotz vollem Terminkalender eurer Einladung und nun das. Heißt man so etwa einen Gast willkommen?
Was maßst du dir an, Teleji? Bewaffnete Männer von einem Fest der Sultana? Und dann schickst du auch noch eigenmächtig ihre Ehrengäste nach Hause? Bist du vollkommen übergeschnappt? Behandelst die Messingklingen wie deine Privatarmee und brüskierst öffentlich die Sultana? Das Maß ist voll, du Schlange! Verschwinde hier! Auf der Stelle! Ist das ein Befehl, General? Solltest du mich etwa mit einem deiner Legionshündchen verwechseln? Du wirst noch sehen, dass ich nicht so leicht nach deiner Pfeife tanze. Und was deinen unhaltbaren Vorwurf der Untreue betrifft, ich war es ja wohl nicht, der hier fröhlich gefeiert hat, während die Sultana gemeuchelt wurde. Ist das deine Auffassung vom Schutz unserer Nation, Rauban? Das und die Zerstreuung unserer Truppen in alle Winde durch deine sinnlosen Interventionen in Kartenu und Körtas? Langsam verstehe ich, wie die Legion von Sympathisanten der Galea unterwandert werden konnte. Du bist als Anführer unserer Truppen absolut unfähig. Warte, was redest du da für einen Unsinn? Die Sultana gemeuchelt? Sag nicht, du weißt noch nichts davon. Wir haben die gefeierte Heldin des Bundes auf frischer Tat in den Gemächern ihrer Hoheit ertappt. Diese Vorwürfe sind ungeheuerlich. Ich gebe dir gerne Gelegenheit, das zu beweisen. Vor Gericht. Denn der Bund der Morgenröte ist der Verschwörung angeklagt. Ausnahmslos. Bringt die Gefangene herein. Diese Frau hat vor wenigen Augenblicken die Sultana vergiftet. Der Bund der Morgenröte steht unter dem Verdacht der Mittäterschaft. Niemand rührt sich von der Stelle. Ungeheuerlich. Nun sieh dich an, wie tief du gesunken bist. In einer Fiole, die diese Abenteurerin bei sich trug, konnten Rückstände desselben Gifts nachgewiesen werden, mit dem auch die Sultana ermordet wurde. Na, so ein Zufall aber auch. Du sprichst von Zufällen? Wer überredete denn die Sultana zur Ausrichtung dieses Fests? Eine willkommene Ablenkung für euer Verbrechen und genug Trubel, um nach der Tat ungesehen zu verschwinden. Wenn das mal kein Zufall ist. Wie kannst du es wagen, nach allem, was wir für Ulda getan haben? Schweig still, Hexe! Mich bezauberst du nicht! Ich weiß alles über die dunklen Kräfte, mit denen du und deine Handlanger euer Unwesen treibt. Oh ja, mir ist nicht entgangen, wie ihr euch die Anführer der Stadtstaaten mit euren billigen Tricks gefügig gemacht habt. Und erst euer herzliches Verhältnis zu Großmeister Emmerich. Höchst verdächtig. Jahrelang hat Ishgard sich von der Außenwelt abgeschottet und auf einmal ist der oberste Tempelritter euer bester Freund?
sage euch, wie ich das sehe. Die Verteidigung Ishgards war nichts als ein Versuch, unsere Kräfte zu spalten. Als nächstes werdet ihr vermutlich eure kördischen Verbündeten dazu überreden, in unsere Länder einzufallen. Das ist ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Wer denkt sich denn so einen Unfug aus? Die Sultana. Tot. Das kann ich nicht glauben. Aus dem Weg, Ilbert. Ich muss mich selbst davon überzeugen. Und das Witzige ist, ich habe Ilbert von Anfang an nicht vertraut. So, ich bin jetzt auch fertig mit Essen. Sehr Dank. Erspare dir den traurigen Anblick, mein Freund. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich verspüre mega Hass. Vor allem, das Ganze, ich habe den das allererste Mal gesehen und ich wusste, ich hatte es im Gefühl, dass der ein falsches Spiel spielen wird. Ich habe es geahnt. Und dann dachte ich so irgendwann, nee, ach komm, macht er eh nicht. Der hatte jetzt so viele Gelegenheiten dazu. Ist das sein Scheiß Ernst? Wenigstens war der Tod kein Qualvoller. Nee. Ihre Dienerin kann es bezeugen. Ach komm, ich steck da auch mit drin. Unglaublich. Ja, jetzt mach kein hilfloses Gesicht hier. Das darf doch nicht. Und die glauben denen auch noch. Ja. Du blödes. Geh dahin, wo der Pfeffer wechselt. Könnte mich mal bitte jemand wieder aufsetzen? Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Die Reue. Ich hatte immer noch keinen Wein. Sind also unfähig, unser Land noch länger zu führen. Die Republikaner werden ihrer Verantwortung nachkommen und mit sofortiger Wirkung sämtliche Regierungsgeschäfte Uldas übernehmen. Solltest du uns dabei jedoch helfen wollen, Rauban, dann überlassen wir dir gerne die Planung des Begräbnisses ihrer Hoheit. Es scheint mir nur recht, dass du deine geliebte Sultana selbst zu Grabe trägst. Wir wären dir sogar dankbar, wenn du dieses Ärgernis endlich für uns aus der Welt schaffen würdest. Das glaube ich sofort. Du am meisten von allen. Was möchtest du damit sagen, Rauban? Dass du sie auf dem Gewissen hast, du niederträchtiger Bastard! Yep. Ein Affront. Obwohl ich natürlich mehr als genug Gründe dafür gehabt hätte. So viel Ärger, wie mir die junge Dame bereitet hat. Sie war stets eine recht widerspenstige Marionette. Sicher hat sie sich gefreut, dass der gütige Tal sich ihrer endlich erbarmt und die Schnüre... Boah, der ist doch krank! Allein der Blick, ey! Der ist doch irre, der hat's doch nicht mehr alle. Du hast sie das letzte Mal beleidigt. Alter, bring ihn um, ey. Komm schon. Alter. Alter, Falter, ey. Lauft. Was auch immer der zu sich genommen hat. Das geht gar nicht. Hast du den Verstand verloren, Rauban? Wie kannst du es wagen, im Sultanspalast deine Waffe zu ziehen und ein Mitglied des Skorpio-Kreises zu töten? Ja. War vielleicht ein bisschen unklug, aber...
Also jetzt ist nie. Steckst du etwa unter einer Decke mit diesem verräterischen Pack? Ach komm. Boah, jetzt bringt er gleich den ganzen Saal um. Du bist der nächste Lodorito. Der bringt echt doch alle um, ey. Er bringt lieber den dann noch mit um. Wenn du schon mal dabei bist. Alter. General Rauban. Bei den sieben Höllen. Ich hasse dich. Wir müssen gehen. Ich hasse den. Ich verspüre nur noch Hass, ey. Verflucht. Was ist los mit dir, alter Freund? Früher hättest du mir einen härteren Kampf geliefert. Nehmt die Mitglieder des Bundes fest! Sie sind des Mordes und versuchten Staatsstreichs angeklagt! Und dieser Landesverräter wandert ebenfalls ins Verlies! Der sollte erstmal verarztet werden! Lieber am Arbeitsamt dran! Ey! Er muss aber ein verdammt sauberer Schnitt gewesen sein! So! Aber ich krieg doch bitte den Wein in die Zelle, ja? Elender Verräter! Ich hoffe, du erstickst an ihrem Blutgeld! Besser als an dem Dreck, den ich bislang fressen musste. Nicht jeder kann seine Heimat im Stich lassen und dafür ein gefeierter Held werden. Du hast dich verändert, Rauban. Bist weich geworden, seit dieses Mädchen dich an die Leine gelegt hat. Sie hat den wilden Bullen gezähmt und ihm die Hörner gestutzt. Und ein Bulle, der nicht kämpfen kann, taugt nur noch für die Schlachtbank. Geheimnis unter uns Freunden. Ich habe die Sultana umgebracht. Gar nicht ähnlich wie bei König der Löwen. Nein! Ah! Oh Gott. Hilfe. Mich einmal verdrückt, ey. Ich weiß, wenn ich was verstand, aber alles, was. Auf Pop ganz scheiße. Dafür stirbst du! Oh Gott, jetzt wird es echt König der Löwen gleich. So, das ist das Ding, die einstürzt, bitte. Die gucken nur zu. Oh, danke. Ich weiß, dass ihr nichts mit dieser Sache zu tun habt. Das ist alles ein Komplott. Da steckt noch viel mehr dahinter. Flieht! Flieht von hier und beweist eure Unschuld! Deckt die Wahrheit auf! Nur ihr seid dazu in der Lage! Und jetzt lauft! Können wir ihn nicht erstmal vorher umbringen?
Da seid ihr ja. Tancred, wo hast du nur gesteckt? Weg. Tut mir leid, aber ich musste mich meiner vielen Verehrer erwehren. Als mir der wahre Zweck dieser Feier klar wurde, habe ich mich aus dem Staub gemacht und einige Nachforschungen angestellt. Mhm. Die Messingklingen haben bereits alle wichtigen Regierungsstellen in ihre Gewalt gebracht. Jetzt rächt sich, dass Rauban ihre Befugnisse ausgeweitet hat, als wir Ishgard zu Hilfe eilten. Diese Verschwörung konnte nur gelingen, weil die Messingklingen an den richtigen Stellen saßen. Wie es scheint, wurde der Putsch von langer Hand vorbereitet. Die sorgfältige Planung, die Besetzung von Schlüsselstellen. Ich glaube auch, dass hier mehr am Werk ist, als das Auge sieht. Sollten wir nächstes Mal bauen? Dürfen wir also endlich mal so viele Messingklingen umhauen, wie wir wollen? Dein Enthusiasmus in Ehren. Aber solange du nicht alle ausschaltest, wird uns das wenig nützen, fürchte ich. Das Attentat auf die Sultana war nur ein Teil des Plans. Auch wir stehen auf der Abschussliste. Und dank der Anschuldigungen, mit denen man uns belastet hat, wird uns wohl kaum jemand Unterschlupf gewähren. Wohl wahr. Der Sonnenstein wird vermutlich auch überwacht. Solange wir nicht aus Uldar entkommen, spielt das überhaupt keine Rolle. Wir brauchen so schnell es geht einen Fluchtweg. Und glücklicherweise kenne ich vielleicht einen. Papa Shan hat mir mal erzählt, dass die Mauern des Palastes von Geheimgängen durchzogen sind. Wenn ich mich recht entsinne, dann befindet sich ein Eingang dazu hinter dem Kamin in Nanamus Gemächern. So kommen wir aus der Stadt, ohne in blutige Gefechte verwickelt zu werden. Sagt er. Ich will laufen. Geht voran, die knöpfe ich mir vor. Alleine? Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Einer muss ja auf dich aufpassen. Kristallstreiter auch, hm? Ich wollte immer schon wissen, was unsere neuen Freunde so drauf haben. Ida! Papalimo! Wir halten sie auf! Macht, dass ihr hier wegkommt! Sucht diese Tunnel! Minfilia, kommst du jetzt? Minfilia, schnell! Was fällt dir ein? Oh, man sieht ein Auge. Alles in Ordnung, Ida? Das sind ganz schön viele. Ach was, das schaffen wir doch spielend. Oder machst du etwa schon schlapp? Ich fürchte, lange halte ich das nicht mehr durch. Gefahren. Wir sind der Bund der Morgenröte. Die einzige Bastion zwischen dieser Welt und dem Bösen.
Ganz recht. Und wenn ihr glaubt, wir würden unsere geliebte Heimat euren habgierigen Herren überlassen, habt ihr euch gehörig geschnitten. Kommt, da hören die nicht drauf. Tut mir leid, dass ich dich mit reingezogen habe. Als wäre es das erste Mal. Jedenfalls ist es sicher nicht das letzte. Die will immer weg. Oh. Gut, und da darf ich selber durchrennen, ha? Huh? Wer hätte gedacht, dass sich unterhalb Uldars solche Kanäle erstrecken? Das Gemäuer sieht alt aus. Seldische Ruinen, würde ich sagen. Man hat sie anscheinend als Fluchtweg für Notfälle instand gehalten. Ja, dies ist ein Notfall. Da vorne sind sie! Unsere Verfolger sind schnell, zu schnell. Sie müssen ebenfalls von diesen Tunneln gewusst haben. Geht weiter. Um die werden wir uns kümmern. Ishtola, Tankred, was habt ihr vor? Was ganz, ganz Blödes? Dafür zu sorgen, dass die Morgenröte auch in Zukunft die Dunkelheit vertreibt. Keine Angst. Du wirst nicht allzu lange ohne uns ausharren müssen. Ich? Jetzt geht schon. Weil wie lange die irgendwie immer brauchen, bis sie zu einem ankommen? Wir müssen eigentlich schon längst da sein, oder nicht? Lauf, Katze, lauf! Wie lautet der Plan, meine Liebe? Die rechte Flanke für mich, die linke für dich? Wir hatten schon mal bessere Karten, was? Ihre Zahlen können nicht nutzen, wenn ich erst die Mauern über ihnen einstürzen lasse. Obwohl ich mir Schöneres vorstellen kann, als hier... Wäre auch nicht für eine Fantasy, wenn es nicht so laufen würde. Wenn du wüsstest, wie viele Frauen dich darum beneiden würden. Gut. Also dann, darf ich bitten? Oh Gott, ich kann schon nicht mehr sitzen, ey. Nicht nur Genickstarre. Jetzt stelle man sich mal vor, man müsste das alles selber lesen. Und es wäre nicht synchronisiert. Ich kann nicht besser schießen. Jetzt kann es nicht. Dauert das noch lange? Ich habe keine Lust, hier als Nadelkissen zu enden. Hätte sie nicht. Dann bringen wir es zu Ende.
Eidelin. Sie spricht zu mir. Aber lass doch nicht gleich die Laterne fallen. Wir sehen doch nicht so gut. Oh. Ich habe hier noch etwas zu erledigen. Doch du musst weitergehen. Ist das ihr Ernst? So hör doch auf mich. Du bist unsere einzige Hoffnung. Die Hoffnung des Bundes. Ja, ganz Eoseas. Dein Licht ist noch nicht erloschen. Und solange es brennt, wird auch die Morgenröte den Himmel erhellen. Du musst weiterleben, Kriegerin des Lichts. Um Eosea vor denen zu schützen, die es in Dunkelheit stürzen wollen. Ach, und das soll ich alleine tun? Oh, ich meine ganz alleine? Es ist der einzige Weg. Das Licht der Hoffnung muss weiterbrennen. Wir haben es nicht entfacht, damit es in dieser dunklen Stunde erlischt. Ich wollte auch was niedermetzeln. Ich will doch auch kämpfen. Warum? Warum muss ich eigentlich immer weglaufen? Du bist entkommen. Was ist mit den anderen? Ach ja. Ja, naja, die sind zurückgeblieben. Verflucht sei er. Teleji Adeleji hat mich ins Messer laufen lassen und sogar die Kristallstreiter gegen mich ausgespielt. Bist du daraus? Ja, die ganze Stadt verfolgt Zum an. Zum Reden ist später Zeit. Jetzt sollten wir erstmal zusehen, dass wir einige Meilen Land gewinnen. Das wird zwar ein P, aber... Ach nee. Na, Heldin Eorseas, hast du die Kutsche bestellt? Ich hoffe nicht, dass die Fahrt so spannend wird wie unsere letzte. Obwohl's zumindest vom Äther ablenken würde, was? Wir sollten verschwinden. Los jetzt! Ihr braucht vielleicht eine extra Einladung, aber die da bestimmt nicht. So, ich bleib da stehen oder was? Oh, nee. Lauf, meine Schokobos, lauf. Wir dürfen uns nie wieder in den Städten blicken lassen.